Majestät. Goldark hat uns den, hat den Krieg gegen alle Königreiche erklärt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor er uns angreifen wird. Obwohl wir das ja erwartet haben. Aber es passiert einfach alles viel zu früh. Nun, da der Krieg gekommen ist, fühlen wir uns alle ein bisschen verängstigt. Ah, welchen Preis der Herr. Es ist mehr als 10 Jahre her, bevor mein Vater gestorben ist, oder seit mein Vater gestorben ist. Er starb kämpfend gegen Goldark, so wie ihr wisst. Die Zeit für meine Rache ist endlich gekommen. Ja, die Benachrichtigungstypis haben uns eine Anfrage geschickt, ob wir nicht mit König Wayne fusionieren wollen. Die sind vor ein paar Tagen los. Also wir sollten bald von denen hören, ob das cool ist, mit denen zu fusionieren. Wie auch immer, neue Nachrichten von Fandaria hören sich ungefähr so an. Also Goldark, der böse Typi, der jetzt Krieg erklärt hat, der ist vom Königreich Fandaria, dass ihr so die Verbindung habt. Ja, Goldark ist irgendwie jetzt zu so einem Turm hin und hat in diesem Turm seinen eigenen Bruder getötet, um das Königreich zu regieren von Fandaria. Naja, und nun hat er ja gesagt, hier, totaler Krieg gegen alle Königreiche. Ich glaube, das hat irgendwas mit Gaul und Skyfe zu tun. Zwei dubiose Typen, von denen wir nochmal hören werden. Diese zwei unnatürlichen Sprösslinge der Hölle. Ja, nun, wenn ich so darüber nachdenke, Scar sagte doch, dass Skyfe ihn mal gehört hat, oder? Oder ihm... Ja, genau, also Scar, den ihr seht, der hat mal für Skyfe gekämpft, von dem gerade die Rede ist. Ja, ach nee, er schuldet, genau. I said she owes me big time. Genau, okay, ja, ich sagte, sie ist mir einiges schuldig. So, sorry, mein Englisch. Wer rastet, der rostet. Ah, ihr wollt doch mal meine Geschichte hören, wollt ihr? Ja, okay, wollt ihr unbedingt, dann machen wir das. Vor einer langen, langen Zeit, ja, da lief ich so mit ein paar Dieben rum. Und diese Gang, die ich befehligt habe, wurde komplett zerstört. Von Skyfe alleine. Skyfe ist übrigens oben links, die garstig dreinblickende Frau. Nicht alleine, wenn man das so sagen will. Mehr als 100 starke Männer wurden in Einzelteile zerlegt. Bei einer bösen Horde von Beastern, die Skyfe einfach so beschworen hat. Ich allein habe diesen albtraumigen Albtraum gewonnen. Schlacht. Wer auch immer die Kraft hat, diese Form von hochleveligen Biestern zu beschwören, kann nicht menschlich sein. Sie muss Goldark reingelegt haben, um sein Vertrauen zu gewinnen. Selbst wenn das gesamte Königreich von Fandaria überrannt wird mit Biestern, wir können einfach nicht verlieren. Attention! Attention, Junon! Wir haben eine Nachricht erhalten, dass die Messengers, die Benachrichtigungstypis, die wir rausgeschickt haben, alle getötet wurden! What? Wayne! Er ist nicht würdig, den Namen eines Königs zu tragen. Bei meiner Ehre, ich werde diesen niederträchtigen Dämon erschlagen. Bitte! Digga, beruhig dich! Bitte! Majestät! Okay, okay, okay. Ja, mir geht's gut. Kommandeure von Tristan! Bereitet euch für den Krieg vor! Ich bin für eine Weile weg. Majestät, wo gehst du denn hin? Ich werde dem Grab meines Vaters einen Besuch abstatten. Da, da, da. Vater!
Die Zeit für meine Rache kommt näher. Ich werde die Schuld begleichen in Settle the Scores, also das Break Even ist. Ja, wie setzt, sag mal das auf Deutsch. Rächt sich halt, ne? Ich werde Goldark vernichten und werde dafür Sorge tragen, dass sein Kopf hier platziert wird auf deinem Grab als Opfergabe oder Angebot. Opfergabe ist, glaube ich, ganz gut. Oh, Vater, und sie ist eine Frau. Ich wünschte mir nur, dass du, ja, mir Anweisungen geben könntest, dass du da wärst für mich, mir helfen könntest. Ich habe geschworen, Tristan zu beschützen vor den bösen Ambitionen von Goldark. Ich werde diese Maske tragen und die Kampffelder heimsuchen als die schwarze Maske des Todes. Hätte ich mich zum Beispiel für einen anderen entschieden, dann hätte man erst ganz spät erfahren, dass Junon eine Frau ist. Das ist halt so dieses Coole, dass es storymäßig wirklich extreme Unterschiede gibt. Sie werden mich so sehr fürchten wie nie eine andere Frau zuvor. Und sie werden niemals herausfinden, dass es eine Frau ist, vor der sie sich fürchten. Dom, 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 dom. Ist ein bisschen die Jeanne d'Arc Story. Majestät! Die Militärdinger könnt ihr jetzt nun bestimmen. Also, es ist so, wenn man, man hat immer die aktiven Zeiten, in denen man die Kämpfe machen kann, in denen man schlachtet und strategisch agiert. Und immer wenn gerade nichts abgeht, ist man hier und kann zum Beispiel unter Archives, New, Internal, kann man speichern. Ah, hat meine Cartridge gar nicht erkannt, da muss ich nachher später aufpassen. So, und da kann man halt Speicherpunkte setzen. Wir können über Map uns die Karte angucken. Hier seht ihr das Schlachtfeld. Unter den verschiedenen Farben seht ihr, wer zu wem gehört. Topas waren ja zum Beispiel die Mönche. Und wir sind ja von Tristan hier oben. Uns gehört also quasi nur ein Schloss von all diesen Schlössern, die ihr hier seht. Und ja, mag wie eine Herausforderung klingen, ist es auch. Aber das kriegen wir ja natürlich locker hin, ne? Muss man jetzt mal sagen. Wenn man auf Done geht, dann geht es los mit dem Spiel. Über Domestic können wir unsere Einheiten, sag ich mal, buffen und so weiter. Dann seht ihr, wir haben hier Junon, Arios, Cinna, Ortega und Scar. Das sind unsere nächsten Generäle, die wir alle in die Schlacht schicken können. Und die kann man auch ausrüsten mit verschiedenen Gegenständen. Zum Beispiel hat Junon dann das Psycho-Sword, was die Stärke ein bisschen erhöht. Er hat eine Rune-Lance. Ortega hat eine dunkle Axt und er hat den Soulbuster, obwohl er vom Angriff ganz schön schwach ist. Aber ich mag Scar vom Character-Design. Ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. So. Bei Audienz, da kann man zum Beispiel, wenn man Gegner gefangen genommen hat, kann man mit denen reden, um zu sagen, ey, willst du nicht vielleicht doch für uns kämpfen, statt für deinen eigenen General? Wenn wir die Suchenoptionen haben, je mehr Schlösser wir haben, umso mehr können wir suchen. Dann können wir jetzt hier zum Beispiel raufgehen, gehen auf Tristan und jeder, der eine Intelligenz von 70 oder mehr hat, kann dann hier interagieren. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, ey, Arios, guck mal, ob du hier irgendwie was findest. Und dann bringt er manchmal was nach Hause. Aha! Du musst Satai sein, ja? Ich hab nach dir gesucht. Nee, sorry. Ich hab nicht die Zeit oder den Geist für deine Kriegsspiele. Oh, welch Schande. Das war jetzt zum Beispiel eine Interaktion. Satai hätte sich uns anschließen können, aber Arios hat's verkackt. Also kriegen wir jetzt keinen General hinzu. So. Ich denke, ich kenne diese Person. Du bist Alex, oder? Ich hab von dir gehört. Ja, ich bin der dunkle Priester Alex. Bitte kämpfe für uns als General, für unser Land. Und er sagt jetzt, ja, klingt gut, ich akzeptiere dein Angebot. Und da er das gemacht hat, Junon, ich denke, ja, ich wirst sehr glücklich sein, ich habe Glück gehabt, ja, ich habe es geschafft, der Alex gehört jetzt nun zu unserem Land. Und dann kommt Junon und sagt natürlich, wer sie ist, Königin von Tristan. Und Alex stellt sich vor, hallo, mein Name ist Alex, wie geht's dir? Ja, Junon freut sich halt, wie Alex sich in der Schlacht machen will. So. Oh, warte, das ging an den Streamer. Jetzt müssen wir. Guten Abend, der Paradox hier. Alles gut? Ey, Mike! Ey, Mike! So.
Okay, ich muss ja auch mal den Chat nebenbei lesen. Genau. Unter Fortify könnten wir die Leute, die wir jetzt auf Search geschickt haben, die hätten wir auch bei Fortify einbauen können, um die Schlösser ein höheres Level zu geben. Weil innerhalb dieser Schlösser kann man seine Einheiten aufstocken, damit man mehr Einheiten hat. So, ich gehe jetzt mal auf Done und dann geht es los. Ja, bitte, Pat. Lies mir bitte Sachen aus dem Chat vor. Und mach ganz viel Werbung. So, jetzt seht ihr die Oberfläche. Hier haben wir verschiedene Schlösser. Das ist zum Beispiel unser Schloss. Da sind unsere 6 Generäle. Und Alex, den wir jetzt dazu noch bekommen haben. Wenn wir jetzt auf Recruit gehen, wir sehen bei Men, wenn ihr seht, 262 von 270. Das sind die Einheiten, die wir schon in diesem Schloss haben. Je höher das Schlosslevel ist, umso mehr Einheiten können wir speichern. Und wir sehen, hey, die haben alle ihre Harpien, Soldaten und so weiter, die sind voll. Deswegen ist es gelb. Aber Alex hat sich uns angeschlossen mit seinen 10 Magiern, die er maximal tragen kann, hat aber 0 dabei. Dann nehmen wir jetzt von diesen 262 und stocken die auf. Muss ich auf Deploy? Oh Gott, das ist so lange her. Wie stocke ich den nochmal auf? Ah, genau. Zombie Gamer, das mache ich nach dem Stream dann nochmal gerne, ja? So, dass ich dann jetzt erst Dragon Force mache und wenn Dragon Force abgearbeitet ist, dann kann ich nochmal in Monster Hunter reingehen, wenn du willst. Das ist halt nur für mich ein arger Abstöpselaufwand, weil ich ja hier über einen HDMI-Upscaler und so gehen muss. So, jetzt sehen wir, genau, das war unser Schloss, das Einzige, was uns gehört. Ich drücke meistens Start, weil oben rechts habt ihr einen Timer und dann passiert alles hier auf dem Schlachtfeld in Echtzeit. Dann schicken die Leute ihre Truppen von Schloss zu Schloss und dementsprechend habe ich mir angewöhnt, Pause zu drücken, um da einfach Zeit zu sparen, weil dann kann ich mehr an dem Zug machen. Und hier seht ihr zum Beispiel, da sind 2 Einheiten, der Saul und die doofe Fina. Und dann könnt ihr mal schon mal auschecken, was haben die für ein Level, was haben die für Einheiten und dann könnt ihr besser planen. Hier wären zum Beispiel ist der schwierigere Kampf mit Gustav, Ramsel und Kit, 3 Leute. Daher ist es klug, wenn ich jetzt erst nach oben links gehe, mir da ein paar Einheiten sammeln, schon mal ein Level steig. Was haben die Soldaten? 10 Magier. Dann bereiten wir uns schon mal vor. Wir gucken jetzt, wen haben wir? Wir nehmen natürlich Junon, weil die, ja, es ist halt Junon, ne? Dann nehmen wir... Wen nehmen wir? Ich finde Scar ziemlich cool. Und Aerios. Das sollte reichen. Dann gehen wir mal auf Deploy. Und jetzt ernennen wir noch einen Schlossmeister. Das ist Ortega. Der bewacht dann das Schloss so lange. Dann können wir jetzt hier auswählen, ob wir das Schloss oder die Armee wollen. Und mit Enter könnte man die Armee wieder ins Schloss schicken. Wir nehmen jetzt die Armee. Geben ihr einen Direct-Befehl, wo es hin soll. Klicken auf das Schloss. Drücken Start, damit natürlich die Zeit wieder weitergeht. Und jetzt bewegt sich diese Einheit von da nach da. Es könnte natürlich passieren, dass eine andere Einheit jetzt aussteigt und sich zu unserer Einheit bewegt. Dann kommt es zum Kampf. So, dann können wir hier schon mal auschecken, was so abgeht. Da, der Wayne schickt seine ganzen kleinen niedlichen Charaktere hin und her. Ah, ich hab dich vermisst. So, hier sehen wir... Oh, jetzt ist unsere Armee schon im Schloss. Und wir sehen unseren allerersten Kampf. So. Genau, jetzt ist halt dieses typische, was man machen kann. Man könnte jetzt sagen, oh nein, der Kampf ist mir zu schwer und man flüchtet. Man könnte auch auf Talk gehen, dann kann man den Gegner überzeugen, sich einen anzuschließen, ohne dass es zum Kampf kommt. Wenn man aber Pech hat, kommt es zum Kampf zwischen dem General, den man ausgeschickt hat, und dem Gegner, aber ohne seine Einheiten. Das heißt, dann müsste jetzt Junon ohne 30 Harpier-Menschen gegen einen Typen mit 20 Soldaten kämpfen. Und das möchte ich jetzt nicht riskieren. Deswegen gehe ich direkt in den Angriff. Man kann leider auch... ja, Mike, also ich finde, das Spiel ist auch ultra geil. Und es gibt, glaube ich, kein Spiel dieser Art. Also ich habe nie wieder ein Spiel gesehen, was ich so spiele. Okay, die Gegnerin hat nur 10 Magier. Da schicke ich jetzt Scar im Kampf mit nur 20, weil das ausreichen wird. Also gehen wir auf Okay. Und jetzt sehen wir unsere allererste Schlacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, pass auf und lerne vom Meister. Ja, ja, na klar, du kannst doch nicht mein Gegner sein. Guck dich mal an, Typi, MacTyp. Genau, da stand da, möchte ich nochmal betonen. Wenn es irgendwie Probleme gibt mit dem Sound oder mit dem Stream oder so, sagt Bescheid, ne?